zur nächsten Challenge. Heilmittel verbessern. Okay, ach, das hat er schon gebaut, ja. Stellen Sie ein Migränemittelbehandlungen bereit. Dann lernen Sie, wie man Medikamente verbessert. Verbesserung von Mängeln ist in Big Pharma sehr wichtig für den Erfolg. Höherstufige Heilmittel haben einen höheren Wert. Das bedeutet, dass man mit ihnen einen höheren Gewinn erzielen kann. Erweitern. Bevor wir weitere Produktionslinien bauen können, müssen wir unsere Fabrik erweitern. Klicken Sie auf die Schaltung Grundstücke kaufen. Links von der. Aber. Achso, wir haben nur einen Eingang. Also muss ich das jetzt kaufen hier. Okay, Ausgang. Oh ne, halt das. Ach so, das ist ein sowohl als Ausgang auch. Okay. Ich habe es verstanden. Okay, dann kann man das. Ach so, jetzt. Oh, wie. Stufe ich das zu? Oder weiß ich das zu? Nun haben wir. Die Produktionslinie haben, ist es Zeit, einen weiteren Workshop zu importieren. Den Lernzirkel nehmen wir unseren ersten Importzirkel an. Ah, okay. Öffnet sich die Registerkarte. Wirkstoffe. Können Sie alle derzeit verfügbaren Wirkstoffe nachverfolgen und Expeditionen losschicken, um neue zu entdecken. Unser ersten und einzigen Wirkstoff sehen Sie oben links oben. Okay. Ja gut, das ist den, den wir schon hatten, ne? So, darauf sehen Sie bereits, wie kein Effekt schmerzen wir auch, wenn mich den steigt, damit unsere Patienten mehr für ihn bezahlen. Führen Sie die Maus über den Effekt schmerzen mit seiner Verbesserung gegangen. Verstehe jetzt gar nicht, was die meinen. Und jetzt? Um seine Verbesserungsreaktion zu betrachten. Achso, das ist halt auch. So. Hier sehen wir, dass wir ihn zu einem Migränemittel verbessern können. Wo steht es? Klicken. Ach so, da drüber. 7 bis 10. 5 bis 12. Ach so. Und da brauchen wir einen Verdampfer dazu, wenn ich es richtig verstehe. Aber dann geht es wahrscheinlich hier hoch. Nicht entfernbar. Okay. Hier sehen wir, dass wir überwinden können, indem wir eine Konzentration zwischen 7 und 10 erreichen und dann einen Verdampfer benutzen. Denken Sie daran, dass wir mit Verdampfer die Konzentration steigern können. Die derzeitige Konzentration liegt bei 4 und wir brauchen also 3 Verdampfer, um sie auf 7 zu steigern. Aber wenn nicht vorgreifen, stellen Sie einen neuen Zustrom an Wirkstoff in Ihre Fabrik her, indem Sie importieren anklicken. Importieren. Ah ja, ah, jetzt. Ach, das ist sowohl Ein- als auch Ausgang. Jetzt. Also, je nachdem, wofür man es dann verwendet. Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Lassen Sie uns eine Produktionslinie, die unser Schmerzmittel in einen gegen Migräne verwandelt. Wenn Sie nur, dass wir 3 Verdampfer brauchen und die Konzentration auf 7 der Junge, die man runter ist, aber Sie können Ihre Produktionslinie in München bauen. Aha, ja gut, okay. Verdampfer? Hier rein. Und dann könnten wir sogar das hier mit anschließen. Da das ja sowieso nur anhalt. Das ist natürlich, wie kann ich das jetzt? Ah ja. Brauche noch einen. Halt.
Okay, das hier. So, jetzt haben wir hier, geht's eins hoch, ne? Auf 5 und hier geht's auf 6 hoch, aber jetzt wirkt dann die, jetzt wird's aktiviert, zack, von 5 auf 6 und dann wird natürlich die Nebenwirkung aktiviert, so, und beim dritten wird die Nebenwirkung noch extremer, ja. Aber es sollte eigentlich ein Migränemittel werden. Aber das will ich eigentlich nicht. Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Es ist immer noch ein Schmerzmittel. Vergessen. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist Schmerzmittel. Wir haben doch hier eins. Dann 2, 3. Verstehe ich jetzt nicht. Das heißt, wir brauchen nochmal 5 bis 12. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sollte doch eigentlich Migräne sein. Sie können die Maschine mit dem Muskel sicherstellen, dass die Ausgang oder verändern und wie so. Wenn Sie den Fortschritt der Menge verfolgen möchten, können Sie auch das Krieg auswählen. Aber er geht nicht auf. Aber er geht nicht auf Migräne. Nee, halt. Hä? Er macht einen Haken? Bewegen. Was, wenn ich jetzt... Er ist auf 7. Ja, ist hier noch ein Schmerzmittel? Aber ich bin doch dann auf 7. Und hier bin ich jetzt auf 8. Was haben wir hier? Zeigt er nicht an. Ah.
Müssen wir mal gucken, was hier rauskommt. Was kommt hier an Schmerzmittel? Aber es sollte doch eigentlich bei... Das sind doch 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also brauchen wir doch 4 und nicht nur 3 Verdampfer. Verstehe das jetzt gerade nicht. Bevor lassen Sie uns überprüfen, ob alles richtig machen, damit Sie den letzten Verdampfer in Ihrer Produktion, sobald er weniger mit verarbeitet hat, sollte das folgende erscheinen. Ja gut, das haben wir ja. Das haben wir ja. Genau. Setze ich das kleine Häkchen über der Voraussetzung für die Konzentration. Dieses Häkchen verrät uns, dass wir dieses Heilmittel verbessern können. Sehen Sie das kleine... Mein Gott, früher Morgen, sorry, aber... Augen sind noch verklebt und alles, ne, sozusagen. Die alten Verdampfer haben unser Heilmittel nicht verbessert. Sie haben lediglich die Konzentration verändert. Verdampfer haben... Nun, da die Voraussetzung erfüllt ist, wird der nächste Verdampfer oder so. Also, okay, das heißt also, er muss über 7 sein. Wenn Sie mit dem Beispiel mehr als 2 erfüllen können, okay, dann passt es ja so, wie ich es jetzt dann hatte. Wir haben dies denn gemacht hier. Ja. Allein so rumlaufen, hä? Wollt ihr mich? Ach, die lassen dann da hinten rauslaufen. Jetzt, ja, okay, gut. Dann machen wir es so, dann wollen wir es ja dran halten. Aber wir machen das mit kleinen Ticken. Obwohl. Machen wir es als. Hier geht es ums Tutorial. So, jetzt haben wir hier, yes, okay, und hier müsste ja dann wird es dann zur Migräne Mittel, ne? Und dann schauen wir mal weiter. So, dann haben wir auch die erste Folge mal durch, gleich, da sind wir beim Migräne Mittel und ja. Würde ich sagen, hier ist wieder, benennen wir noch die Tabletten und dann so, Migränemittel, Kopfschmerzlinderer, aber das ist doch Migränemittel, naja, gut, okay, würde mich freuen, beim nächsten Mal, ciao.